Hallo Leute und fröhlichen 1.4. Passend zu unserem neuen Feiertag habe ich mir hier ein bisschen Grünzeug ins Studio geholt, also lasst mal ein Like da für Pflanzi. Jetzt kann ich mich auch endlich outen und zu dem stehen, wo ich bin, also ein paar schlaue Füchse haben das sicherlich schon durchschaut, aber mein Logo ist gar kein Ahornblatt. Das tut mir jetzt natürlich leid für die Leute, die mich nur wegen meinem franko-kanadischen Hintergrund abonniert haben. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu, auch wenn ihr wisst, dass ich jetzt kein Kanadier bin. So, jetzt fühle ich mich gleich 100-mal befreiter. Also, kommen wir zum eigentlichen Thema, zu Season 3 und was für eine Beleidigung das eigentlich ist. Da ich aber im Moment echt Beef mit Vanessa habe, aus Gründen, die besprechen wir in einem anderen Video, steht vielleicht so eine Scheidung im Raum und das kann echt teuer werden, deswegen hier noch 30 Sekunden Werbung. Vielen Dank an meinen Videosponsor U4Jam. Die haben während Season 2 50% Rabatt auf Camo-Service, als zum Beispiel Borealis-Service oder Interstellar. Natürlich könnt ihr dort auch jederzeit die neuen Baupläne wie das Etherbike oder Maxa Folding bekommen. Wenn ihr noch einen speziellen Perk-Bauplan oder eine Raygun fehlt, dann schaut da einfach vorbei. Mit den Bauplänen macht ihr euch das Leben in der MVC sehr viel einfacher und die haben auf Trustpilot eine Bewertung von 4,9 mit über 5000 Votes. Also, den Jungs könnt ihr echt vertrauen, sonst würde ich nicht fürs werben. Mit dem Code J bekommt ihr noch 5% Rabatt und der Link ist in der Beschreibung. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass sie schaffen, die letzte Season noch zu unterbieten, also sie schaffen es schon wieder. Gut, da ich jetzt auf Monitor gewechselt habe, weil sonst hätte ich den MVC-Content wahrscheinlich gar nicht entdeckt. Also, erstmal kommt das ganze Zeug wieder mit Season. Es kommt nicht am 3., wenn die Season beginnt, sondern wieder mit Season. Ich weiß nicht, welcher Idiot sich das überlegt hat, aber da fängt schon an. Dann kommt eine einzige dahingeklatschte Story-Mission wieder. Und ganz ehrlich, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob euch die Story-Mission überhaupt nur ansatzweise interessiert, also mich absolut gar nicht. Früher die Story-Mission mit Richterhofen und so, also die habe ich alle geliebt. Hier habe ich das, glaube ich, schon 28 Mal gemacht und weiß immer noch nicht, was da abgeht. Einfach, weil mir hier keine Ahnung warum, aber die Story total am Arsch vorbeigeht. Dann kommt mal wieder ein neuer Dark Aether Wolf, diesmal führt er zu Sagwa Hydroelectric von der DMC. Also einfach wieder recycelter Content mit einem Dark Aether Overlay und ein paar Zombies. Und was mich persönlich am meisten aufregt, sind diese neuen Baupläne, wo absolut niemand braucht. Deadwire Detonators ist so eine Art Waffenmod, wie ich es verstanden habe, wo ihr auf Explosivwaffen drauf machen könnt und auf Granaten und so. Und wenn die dann explodieren, dann haben sie noch so einen Deadwire-Mod an sich. Eine goldene Gasmaske, wo sich immer wieder selbst regeneriert, also jetzt könnt ihr so lange ihr wollt in infizierten Festungen rumgammeln oder zum 180.000. Mal den roten Wurm legen, jawohl, genau das, wo wir gebraucht haben. Und das Sergeant's Barrett ist dafür gedacht, dass wenn ihr das aufzieht, dann schießen die Bots erstmal nicht auf euch. Also es fängt schon damit an, dass Bots meiner Meinung nach gar nicht in Zombies reingehören und jetzt haben sie einfach nur ein Item geschaffen, um das zu neutralisieren für den Fehler, wo sie erstmal gemacht haben. So, das Sergeant's Barrett könnt ihr dann zum Beispiel benutzen, um hier zum neuen Warlord zu gehen. Der kommt nämlich auch noch. Immerhin vermittelt er mir auch ein bisschen das Gefühl von einem Warlord. Weil als sie mir zu Season 1 diesen 12-jährigen Dunkelelf, wo sie vom Disneyland abgeworben haben, mir als Warlord vorgestellt haben, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Von was ist die Warlord? Von der Spielzeugmafia oder wie sieht das aus? Es wurden dann auch schon gewisse Zeichen im Spiel gefunden und ich habe gedacht, der nächste Warlord sieht so aus. So oder so finde ich die Warlords aber auch deplatziert, weil das ein Zombie-Spiel und ich erwarte hier neue Zombie-Typen, neue Zombie-Bosse, neue Perks, neue Easter Eggs und was weiß ich alles noch. Aber es wird nicht kommen, Leute, also findet euch damit ab, es kommen keine neue Zombie-Typen, das ist schon bestätigt, es kommen keine neuen Perks, das ist bestätigt. Das Lager wird niemals größer als 10 Plätze, weil das anscheinend ein essentieller Bestandteil von dem Spiel ist, so die Entwickler. Also, diese Season symbolisiert auch die zukünftigen Seasons. Also, Microsoft, keine Ahnung, warum ihr das Spiel so verkommen lasst, wir wollen es alle spielen, wir sind alle heiß drauf, aber wenn ihr uns halt keinen Content liefert, dann schauen wir uns halt auch noch anderen Sachen an. Ich setze jetzt meine ganze Hoffnung auf Golf vor, bitte versaut es nicht. Alles klar, Leute, wir genießen trotzdem erstmal unseren Tag heute, noch ein dreifaches Au auf Carlos, die Legende. Und ich habe ganz vergessen, zu unserem Nationalfeiertag am 20.04. kommt Cheech und Chong als Charaktere rein. Alles klar, Leute, übertreibt nicht gleich und macht bei irgendwelchen komischen Weedmobs vor Polizeirevieren mehr. Haut rein, Peace.